Die Ikonen des DDR-Sports, Helden des Sozialismus, Lieblingskinder des Systems. Er dürfte in dieser Galerie der Besten eigentlich nicht fehlen, Rolf Österreich, Kugelstoß-Weltrekordler. Doch er kommt nicht vor. Kaum zu glauben, wenn man bedenkt, welchen enormen Stellenwert der Spitzensport in der DDR hat. Er ist das Aushängeschild des Sozialismus, schafft Identität und Anerkennung in der Welt. Gern zeigen sich die Staatsoberen deshalb auch mit den Superathleten in der Öffentlichkeit. Ein Rolf Österreich und sein Weltrekord werden aber totgeschwiegen. Das war sowas von ernüchternd. Schlimmer geht's nicht. Es ist der 12. September 1976, als Rolf Österreich in Zschopau bei den Bezirksmeisterschaften eine unglaubliche Weite erzielt. So, ich wurde zum zweiten Versuch aufgerufen und es gelang an sich relativ gut. Und ich merkte schon, als die Kugel der Hand verließ, das müsste eigentlich reichen. Und die Kampfrichter stellten fest, 22:11, und das dürfte alles okay sein, wenn der Kampfrichter die weiße Fahne hebt, und da hat sie gehoben. Ich hatte natürlich ein absolutes Hochgefühl, vor allen Dingen, jetzt hast du es denen gezeigt. So, ich hätte an sich aus dem Stand übers Fußball durchspringen können. Weltrekord, 11 cm über der alten Bestmarke. Doch bei der Siegerehrung kein Wort davon. Er habe mit einer sehr guten Weite gewonnen, tönt der Stadionsprecher. Kein Wort von Rekord, keine Reporter, keine Berichte in der Zeitung, nicht mal in der regionalen Presse. Ich bin anschließend in Zwickau am Abend in den Biergarten gegangen und habe dann das dort erzählt. Wie ich dort verlacht wurde, das kann ich nicht vergessen. Niemand wusste was davon, da wusste man da was davon, was erzählt man davon und so weiter. Sein Weltrekord wird geheim gehalten. Es ist der negative Höhepunkt einer nicht stattgefundenen Sportlerkarriere. Rolf Österreich, ein Opfer der sogenannten Umstände. Rückblick. Schon mit 15 Jahren, lange vor seinem Rekord, ist seine sportliche Laufbahn eigentlich zu Ende. Rolf Österreich ist zu klein, um als Werfer in der DDR gefördert zu werden. Und da er nicht in die staatliche Kaderschmiede des Sports, die Kinder- und Jugendsportschule, aufgenommen wird, darf er auch nicht zu internationalen Wettkämpfen. Meine Größe, immer wieder meine Größe. Das hat viele Trainer, na, ich will mal ganz grob sagen, abgeschreckt, zu mir zu kommen und zu sagen, die brauchen wir. Weil ganz einfach damals, gerade im Kugel, das Denken so war, wer nicht diese gewisse Größe hat, da kann ich mal diese Endleistung bringen. Und die Endleistung hieß damals mindestens 21 Meter. Rolf Österreich aber macht weiter, bringt sich selbst die neue Drehstoßtechnik bei und wird immer besser. Besser als die ganze DDR-Kugelstoßelite. Wider aller Leistungsprognosen ist er Anfang 1976 Siebtbester der Welt. Doch die DDR-Führung verwehrt ihm die Teilnahme an Olympia. Er kommt aus keiner Kaderschmiede und ist, anders als Clubsportler, nicht politisch überprüft. So einer darf nicht nach Kanada reisen. Die offizielle Erklärung freilich ist viel banaler. Und damit hat man eine andere Reißleine gezogen. Man hat mich medizinisch untauglich geschrieben. Und medizinisch untauglich heißt, dass ich nicht die DDR vertreten darf. Das ist eine Versicherungsfrage. Das war die Notbremse, um mich nicht mitzunehmen. In der Stasi-Akte wird vermerkt, der Österreich ist permanent für den Leistungssport untauglich zu erklären. Im Klartext, er soll aufhören. Die Olympischen Spiele gewinnt ein anderer, auch einer aus der DDR. Ein staatlich geförderter Clubsportler, Udo Bayer. Er holt die Goldmedaille mit knapp einem Meter weniger, als Rolf Österreich damals stoßen kann. Udo Bayer, Republik Demokratie Allemand. Was nicht sein kann, sollte nicht sein. Sprich also, dass ein Clubsportler, die staatlich gefördert sind, von einem BSG-Sportler, sprich also, die nicht staatlich gefördert sind, geschlagen werden kann. Es passte einfach nicht ins System, in das System DDR-Sport.
Und so eine Außenseiter mussten irgendwie nach unten gedrückt werden. Alle 372 Olympiasieger, die die DDR jemals hatte, kommen aus den staatlich kontrollierten Sportclubs. Und Rolf Oesterreich? Nach Olympia hatte er seinen Weltrekord ganz selbstbewusst noch vor dem Stoß bei den Kampfrichtern angekündigt. 12 Uhr tauchte der Hauptkampfrichter von Bezirk auf und wollte mich sprechen. Und ich habe ihm noch mal gesagt, was ich vorhab. Und da kommt von ihm der Satz: Du kannst weit stoßen, wie du willst. Von dir wird sowieso nichts anerkannt. Und tatsächlich, die Kampfrichter halten Wort. Der DDR-Leichtathletikverband erkennt den Rekord nicht an. Die Begründung: Die Anlage sei nicht regulär und die Kugel nicht mal rund gewesen. Für Insider eine absurde Ausrede. Die Kugel wiegt nach wie vor 7 Kilo, 160 Gramm. Und sie ist nicht besonders windschlüpfrig dadurch. Sie ist einfach nur rund. Und ob man da den Schwerpunkt verlagert oder sonst was, man muss das Gerät erstmal dorthin bewegen. Und da ist der Mensch immer noch das Entscheidende. In dem Sinne Rolf Oesterreich. Aber man will ihn nicht haben. Schließlich bietet man ihm Geld und eine Trainerstelle, damit er aufhört. Oesterreich nimmt den Trainerjob, auch aus Angst. Bis heute trainiert er erfolgreich Nachwuchs in der Drehstoßtechnik. Er selbst kann nicht mehr Kugelstoßen. Das rechte Armgelenk ist kaputt, die Knie machen nicht mehr mit und das Herz ist krank. Für seinen Sport hat er alles gegeben. An sich bin ich nach wie vor der Sportbegeisterte. Und das kann man mir einfach nicht nehmen. Das lasse ich mir nicht nehmen. Das ist ganz einfach meine Art. Und wenn ich das nicht mehr habe, naja, dann ist wahrscheinlich wirklich nur noch der Friedhof dran.